himself. Same way the president of the Czech Republic, Sophie Ruzicka's bodyguard, bugged out and Princess... Moin Moin, würde ich sagen, und zurück bei Mankind Divided. Ich habe mir gerade nur mal kurz einen Kaffee gemacht. Es ist auch noch relativ früh am Morgen und relativ dunkel. Das passt doch ganz gut zu dem krassen Wetter hier vor den Fenstern. So, Schluck Kaffee und einmal die Musik nochmal ein bisschen runtergedreht. Oh, aber ich mag das. Also auch einfach hier der Regen hinter den Fenstern. Wie geil das wirkt. Warum mache ich eigentlich immer Dinge kaputt, ohne dass ich es mitkriege? Aber gut. Ich wollte den nicht hacken. Ich wollte den einfach nur ausschalten, ja. Dankeschön. Wahnsinn. Ja, die haben sich nämlich hier auch ein bisschen gerade im Radio über Liza Kazan unterhalten und dass sie da irgendwie wieder so die gleichen Sachen erzählt. Das hatte so ein bisschen was von, ja, Glaubwürdigkeit angekratzt. Jetzt sind wir hier. Hier waren wir schon mal, wenn ihr euch erinnert, wo wir Botkovellis Sohn rausgeholt haben. Der Typ, den wir hier aufs Klo geschafft haben, der ist nimmer da. Naja, ich lasse mir erstmal eine Wanne ein. Hört das irgendwann noch wieder auf? Ja, da kann man natürlich lange Wanne einlassen, ne? Wenn man den Stöpsel nicht reindrückt. Hm? So, nochmal einen Schluck so zur Stärkung. Da stehen zwei. Der Computer ist locked. Hehe. Kriegen die das jetzt mit, wenn ich die Tür zumache? Wahrscheinlich schon, ne? Nö, natürlich wieder nicht. Okay. Dann will ich erstmal hier reingucken. Eigentlich haben wir das nämlich alles schon durchgegangen, aber klar, das hindert ja die jetzt nicht dran, das nochmal neu aufzusetzen. 2, 3, 2, 3 links rum. Ja, oder wir machen 3, 2, 3, 2. Yeah. Es schenkt sich eigentlich nichts. Das ist die gleiche... Ja gut, es ist die gleiche Anzahl von Knoten, die wir überwinden müssen. Ach, komm. Wenigstens schön alles geschützt, das sollte doch funktionieren. Ja, ja, Entdeckung kritisch, alles gut, alles passt. Luca an Semyon Okulov. Nur weil Radic auf dich hört, bist du noch nichts Besonderes. Mir egal, ob dein Vetter der Zar war. Ja, gut, das passt zu dem russischen Zar. In dieser Familie zählt nicht, wer du bist, sondern was du isst. Nein, Quatsch. Sondern was du leistest. Du hast noch nichts geleistet und wenn du in meinem Team arbeitest, tanzt du nach meiner Pfeife. Gut, das hat uns jetzt reichlich wenig gebracht. Da sind zwei Wachen. Hier direkt. Aber die sind unter uns oder kommen hier immer hoch und runter? Der kommt hier hoch, glaube ich. Ja. Oder? Nee, die sind unter uns. Okay. Na, ich dachte, der färbt sich jetzt gerade durchgehend, weil er halt hier hochkommt zu uns. Ah, jetzt ist das die Treppe hoch, richtig? Da ist aber keiner. Ja, jetzt habe ich wieder die... Das können wir gleich vergessen. Tastenbelegung. Nee, warte, wir haben einmal schnell gespeichert. Das ist immer so krass, wenn ich zwei Wochen nicht spiele, komme ich mit den Tasten total durcheinander. Ich habe jetzt irgendwie die Schnelltaste für... ...für mein Device hier geklickt. Was habe ich denn geklickt? Ja klar, 1 dann. 1 statt F1, okay. Vielleicht... Wo komme ich hier eigentlich hin? What? No.
Da ist ein Lüftungsschacht. Ach Quatsch, stimmt. Es hätte mir ja gar nichts gebracht, in die andere Richtung zu gehen. Ich komme ja hier raus und da ist ja mein Ziel irgendwo. I see, I see. Da ist auf jeden Fall... Da will ich einmal kurz rein. Ich weiß nämlich nicht, was das noch gibt hier. Jetzt sind wir nämlich wieder hier in dem Zwischenbereich, genau. Ich muss da irgendwie vorbei. Aber der, der hier mittig steht, der sieht uns noch. Ne, der Kegel, da sind wir noch irgendwie halbwegs drin. Und hier kommt jetzt noch eine. Der gerade hoch geht. Eigentlich sollte der dann hier runterkommen. Weil das ist ja die Treppe, die wir genommen hatten. Oder auch nicht. Nee, der ist einfach wieder über uns. Oh, Heilige, was geht denn hier ab? Restroom. Ja, erstmal die Toiletten aufsuchen. Wahrscheinlich ist schon nicht... Warte mal, sind hier oben? Ich will nicht aus der Deckung raus. Ich will... Ja, habe ich richtig gesehen. Hier oben der Sniper. Ist natürlich schön mit der Laserzielvorrichtung. Hier ein Schrank. Hier unten läuft einer. Vielleicht sind die... Ich will eigentlich nicht komplett hier raus jedes Mal. Vielleicht sind die Toiletten gar nicht so verkehrt. Ja, ich glaube, ich will das mit den Toiletten mal probieren. Oh, der positioniert sich auch um. I see, der war nämlich eben ein bisschen weiter links hier oben. Und das ist halt auch krass. Wir sind hier aus Versehen, als wir Dominik rausholen mussten, aus Versehen hierher gekommen. Oh, und hier ist auch irgendwo nochmal eine... Naja, hier oben, glaube ich, auf dem Vorsprung. Dann muss ich eigentlich... Dann können wir auch direkt so hier runter ausschalten. Ja, als wir Dominik rausholen wollten, sind wir hier aus Versehen gelandet. Und ich dachte mir erst so, das sieht nicht aus, als müsste ich hier schon hin. Aber auch hier wieder optisch richtig geil gemacht. Gefällt mir echt gut. Ja, hier unten patrouilliert natürlich wieder keiner. Ist ganz klar. Warum auch? Ja, erstmal richtig Hände waschen. Ist nämlich ganz schön eklig. Was machen die denn auf ihren Toiletten? Die wohnen da. Und die haben sogar eine... Ah nee, das ist die Wand. Ich dachte gerade, die haben nochmal eine Tür auf der Toilette. Liegt hier irgendwo noch irgendwas, was man... Okay, lass mal noch irgendwas basteln aus Zubehörteilen. Wir haben so viele. Wir haben so entsetzlich viele und ich mache ja fast überhaupt nichts damit. Biozelle können wir auch nochmal gebrauchen. Minenmatrix, weiß ich nicht. Also ich brauche das halt so gut wie irgendwie eh nie. Tesla können wir nochmal mitnehmen. 204 Teile, ja, da können wir doch das jetzt nochmal einpacken, so. Komm ich hier hoch? Eher nicht, ne? Hehehehe. Hier ist noch einer. Ja, wenn du dich kratzen musst, dann tu das doch. Lass mich einmal nochmal gucken. Ich will nochmal gucken, ob ich hier, wo ich in einem Raum gerade war.
ob da irgendwas ist, wie ich hier hochkommen kann. Ich glaube. Oh. Ja, zu laut, zu laut. Aber das bringt mir auch nichts. Dann komme ich nämlich hier wieder raus, wo ich war. Ich habe so ein bisschen gehofft, vielleicht führt das nochmal woanders hin. Aber gut. Was ich eigentlich immer gern mache, ist, ich gucke erstmal hier außen rum, ob irgendwo außen was ist zum Hochkommen. Was jetzt natürlich geil wäre, wäre, wenn wir irgendwo so eine Hebebühne oder irgendwas hätten. Ja, gut, das, was hier natürlich an. Irgendwo hier ist es. Irgendeine Kamera oder irgendwas ist ja da noch. Oh. Das war kacke. Da habe ich mich ein bisschen überschätzt gerade. Oder vielmehr war ein bisschen ungeduldig. Da hätte ich einfach noch einen Moment warten können. Nee. Gut, nochmal das Ganze. Ich bin aber auch einfach echt so hippelig manchmal bei so Sachen, weil ich einfach langsam wissen will, wo wir hier rauskommen. Speaking of Hebebühne, ich glaube, da sind wir. Jetzt müsste man sich natürlich auch gescheit noch mit der Tarnung. Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Okay, ja, wir können hier auch erstmal ganz hinten dran. Die Hebebühne kommt echt wie gerufen. Die ist wunderbar genau da, wo sie steht. Biozelle benutzen. Ich meine, so viele, wie wir davon haben, ist eigentlich eh egal. Ja, da braucht man, glaube ich, hier wirklich den. Komme ich hier vorbei? Ich meine, eigentlich sind wir in dem Kegel drin, ne? Ist der auf der Straße? Ich sehe es gerade nicht. Okay, wir drücken mal. Wir drücken mal den Knopf. Eigentlich sollte man ja keine roten Knöpfe drücken. Das ist ja eigentlich nie gut. Ja, jetzt sind wir hier oben. Das ist eigentlich schon mal so ungefähr, wie ich es mir vorgestellt habe. In der Hoffnung, dass wir hier nochmal sowas haben. Aber ich komme da nicht hoch. Ich glaube auch nicht, dass das Fenster hier geht. Wo will ich lang? Ja geil, jetzt sind wir nämlich hier oben drauf. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Da sind so viele Dinge. Sehe ich, ob ich hier rein kann? Puh. Nee, da scheint aber nichts zu sein. Ich will jetzt mal gucken. Ich könnte natürlich auch hier hochspringen. Und hier ist ja wahrscheinlich geschützt. Oder haben wir gesehen, dass hier relativ geschützt ist? Nee, ich weiß nicht, ob ich darüber will. Was zum Teufel war das denn jetzt? Abgerutscht und runtergeplumpst. Mann. Tipp, im Notfall bringt auch Alkohol rasch Gesundheit zurück. Das Spiel animiert uns also zum Trinken. So weit sind wir schon. Okay. Kann ich hier einmal. Sieht schon geil aus. Guck mal. Guck mal, wie das aussieht. Hammer. Ha.
Da steht der Sniper. Ich würde ihn jetzt gerne ausschalten, aber ich glaube, das bleibt nicht wirklich unbemerkt. Aber hier komme ich ja nicht hoch, wirklich. Also es bringt mir nicht viel, glaube ich. Ja, genau, da da springen wir nämlich, das bleibt nicht gerade unbemerkt. Das war jetzt doof. Ich habe nicht bemerkt, dass ich hier jetzt schon oben bin. Alter Schwede. Stehst du hier direkt? Ich kann mich hier auch eigentlich gar nicht großartig... Oh Gott. Nee, ich mag das nicht so. Ich mag das irgendwie nicht so ganz. Ich hätte gerne irgendwas, wo ich mal stehen kann. Geschweige denn... mich dahinter verstecken. Jetzt sind wir nämlich hier oben auf dem Dach. Was bringt mir das? Sind wir eins über dem Sniper? Ja, nee. Kann ich das machen? Jetzt lass es doch mal gedrückt, diese Kack-Maustaste. Merkt's einer, wenn der hier steht? Nee, bleib einfach hier schön liegen. Genau, mit dem Kopf vornüber. Wunderbar. Super. Genau so habe ich meine Leute gerne. Hey, jetzt sind wir aber auch irgendwie hier oben drauf. Was bringt mir das denn alles? Ich brauche irgendeinen Zugang. Ich brauche irgendeinen Zugang, den ich nutzen kann. Geht's hier irgendwo rein? Kann ich hier irgendwo rein? Lüftungsschacht, irgendwas. Hier auf jeden Fall nicht. Okay, gut. Someone's supposed to board up those windows. Das ist irgendwie Quatsch jetzt, weil wenn ich den jetzt umlege, die Kamera sieht mich. Da drüben hätte ich ihn erwischen können, zwischen den beiden Kegeln, ja. Ich sehe nicht, ob ich hier rein kann. Ich sehe nicht, ob hier irgendwas ist, wo ich rein kann. Ja, das war kacke. Aber ich sehe auch hier nicht. Hä? Warte mal, was? Ach, hier oben. Hier oben ist ein Lüftungsschacht. Das ist ja mal fies. Den habe ich jetzt irgendwie gar nicht. Was zum... Was habe ich... Oh! Oh mein Gott. Okay. Ja. Heilige Scheiße. Ich wollte schnell speichern. Nicht, also, ne? Nicht irgendwie 5 drücken. 5, F5 ist ja irgendwie fast das gleiche. Alter Schwede. Lüftungsschacht, rein da. Das ist jetzt nicht so wie geplant, aber gut. Wir haben aber Typhoon mittlerweile, oder? Alter. Hab ich den Typhoon? Wenn nicht, möchte ich den jetzt hier benutzen. Angst.
Angst, 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 Angst. Jetzt haben wir hier nochmal einen Lüftungs... Du sollst dich schon ducken. So, anders geht das nicht. So, danke. Mehr Toiletten, mehr Toiletten. Will ich hier raus? Also, gut, nochmal auf die Toilette gehen kann, glaube ich, nicht schaden. Aber trotzdem, ich will nochmal hier gucken, was hier ist. Mehr Toiletten, noch mehr Toiletten. Ich habe keine Ahnung, welche Toiletten die Toiletten sind, die ich möchte. Ja. Einmal spülen hilft. Oh Mann. Das ist. You said Marchenko needed to finalize a deal, right? With the Diwali, yeah. Not a lot to go on, I know. Maybe not. But these guys are the best smugglers in the world. Which means a lot of forged paperwork. You might find something in the Kingpin's office. Assuming I can find that. Mm-hmm. Ich lege nochmal einen separaten Speicherpunkt an. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Erstens immer auch vorm Losspielen, für den Fall, dass was ist. Schade, ne? Man findet so auf den Toiletten gar nicht mehr so viel. Naja, hier andere Seite ist eine. Und hier ist eine Kamera direkt vorne dran. Wie fies ist das denn? Okay, lass hier mal die Tür öffnen. Da passiert noch nicht viel. Ich würde jetzt eigentlich noch mal gerne hier rumgucken können, was hier so ist. Da ist auf jeden Fall noch mal eine Tür gegenüber. Lass mal die Map gucken. Krass, Riesengebäude. Wir müssen aber runter, genau. Und ich habe hier gesehen, irgendwie da sind Treppen. Zumindest im Augenwinkel. Treppen müsste man runter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie. Ah, da ist auch, glaube ich, nichts mehr sonst, ja. Da ist noch eine Tür. Willst du die öffnen statt... Ach, das ist das hier. Das sind die anderen Toiletten. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie komme ich denn dazu? Wie komme ich zu der Annahme, dass hier noch irgendwas ist? Boah, krass. Aber der Raum sieht gut aus. Der Raum sieht echt gut aus. Wenn ich jetzt an der Kamera vorbeigehe, runter... Dann bin ich hier. Dann habe ich hier eine Kamera und Laser. Wo genau ist das denn? Hier irgendwo. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die Treppen runter will. Das wirkt mir ein bisschen zu einfach, aber ich will mal gucken. Warte mal, was habe ich denn, wenn ich an der Kamera vorbei rechts lang gehe? Da habe ich, glaube ich, einfach nur eine Wache, so wie es aussieht, richtig? Eine Wache irgendwo. One day. I will be making these poor decisions. Ich will hier nochmal gucken, was hier sonst ist. Da wird mir noch eine angezeigt von hier rüber, aber davon sehe ich ehrlich gesagt nicht viel. Na, hier direkt, wo wir jetzt sind. Die ist wahrscheinlich hier in dem Raum. One day,
Was ist das? Das klang nach Minen irgendwie. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Was zum... Was? Was, was, was? Should have grabbed a couple of watches before we torch the place. Security. Oh, das ist bestimmt gut. Ah, das Licht blendet. Ich sehe nichts. Aber Security. Kann ich hier stehen? Ja, kann ich. Hier kann man durchgucken. Oh. Okay. Biozelle. Nice. Nehme ich, nehme ich. Ich bin da lieber ein bisschen zu vorsichtig. Brauche ich ehrlich gesagt nicht so. Kann ich das? Sehen die mich hier? Ich glaube, hoffe nicht. Oh doch, oh doch. Der hier vorbeikommt, der sieht mich. Jetzt gucken wir einfach mal, ob es rechtzeitig reicht oder ob ich hier irgendwas brauche. Trace program initiated. Oh oh. Scheiße, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Könnte knapp werden. Access denied. Ah, ich bin dumm. Ja, ich hätte mir denken können, dass da noch einer ist. Ich hätte vor allem auch dann die Funktion nutzen können, dass wir das instant kriegen. Ich wollte es aber einfach trotzdem mal drauf ankommen lassen, warum nicht? Aber ich muss sagen, ich habe da persönlich auch nicht so die Geduld dafür. Also wenn da einer vorbeiläuft und ich weiß, dass der mich hin und wieder sieht und wenn ich das hier anklicke, rückt er sich ja immer so in den Spot, den er braucht. Komm, 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 komm. Kann ich dann auch direkt raus verlassen? Das war... das war nämlich gerade gut so. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier ausstellen kann irgendwie. Gespeichert haben wir. Aus, 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 aus. Aus, aus. Das habe ich hier, glaube ich, alles ausgestellt, was ich ausstellen kann. Richtig? Bringt mir der Raum sonst noch was? Nee. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Aber das hat sich schon mal gelohnt. Okay. Und ich würde sagen, den zweiten Teil davon geben wir uns beim nächsten Mal. Ich bin echt gespannt, was hier im Theater dann dabei rauskommt.